Was ist gefährlicher für den menschlichen Körper, Gleich- oder Wechselstrom? Hast du genug von Unsicherheit im Umgang mit Strom? Entdecke jetzt, warum Wechselstrom deutlich gefährlicher ist als Gleichstrom und wie du dich schützen kannst. Der menschliche Körper funktioniert durch elektrische Signale, die über die Nerven geleitet werden. Und diese Ströme sind extrem schwach. Aber was passiert, wenn von außen ein starker Strom nun einwirkt? Wechselstrom ist gefährlicher als Gleichstrom. Ein Wechselstrom von nur 30 mA kann tödlich sein, weil er den Herzrhythmus stört und zu Herzkammerflimmern führen kann oder auch schon zu Verbrennungen. Wechselstrom hat eine Frequenz von 50 Hertz. Das bedeutet 50 Schwingungen pro Sekunde, während das menschliche Herz nur 50 bis 70 Mal pro Minute schlägt. Also dystolisch, diastolisch, systolisch. Diese Diskrepanz führt dazu, dass der Wechselstrom die natürlichen Herzimpulse überlagert und das Herz in einen unkontrollierten Zustand versetzt, was zu Herzrhythmusstörung oder sogar Herzstillstand führen kann. Könnt ihr euch das so vorstellen? Wechselstrom, 50 Hertz, 3000 Schläge in der Minute und jetzt packen wir dran und jetzt versucht unser Herz, diesem Rhythmus hinterherzukommen, quasi in den Kolibri-Modus. Und irgendwann streikt unser Herz, der Muskel kann einfach nicht mehr so schnell eben pumpen und dann streikt er, dann war's das. Gleichstrom hingegen kann zu starken Muskelkontraktionen führen, die einen von der Stromquelle wegschleudern können. Aber warum ist jetzt Gleichstrom ebenfalls gefährlich? Naja, wenn Gleichstrom durch den Körper fließt, kann er eine sogenannte Elektrolyse verursachen. Elektrolyse ist ein chemischer Prozess, bei dem ja der elektrische Strom Wasser und andere Flüssigkeiten in ihre Bestandteile zerlegt. Wir kennen es vom Wasserstoff. Im menschlichen Körper kann dieser Prozess die Zellmembranen beschädigen, Proteine und Enzyme zerstören und letztendlich Gewebeschäden verursachen. Und dies führt zu inneren Verletzungen, die oft länger unbemerkt bleiben und erst nach Tagen tödliche Folgen haben können. Um dich zu schützen, sind zum einen der Basisschutz und zum anderen der Fehlerschutz entscheidend. Der Basisschutz sorgt dafür, dass keine spannungsführenden Teile direkt berührt werden können. Hierzu gehören die Isolierung, Abdeckung und der Schutzleiter. Der Schutzleiter ist dafür da, um uns eben zu schützen. Der Fehlerschutz greift, wenn der Basisschutz versagt und umfasst Maßnahmen wie Fehlerstromschutzschalter, RCDs, aber auch Überstromschutzeinrichtungen, die schon vorher Fehler bemerken. Aber denkt dran, Leute, ein LS-Schalter oder eine Schmelzsicherung sind nicht für unseren Schutz da, sondern zum Leitungsschutz. Vergiss auch niemals die 5 Sicherheitsregeln beim Arbeiten an elektrischen Anlagen. Das heißt, zuerst mal freischalten, gegen Wiedereinschalten sichern, Spannungsfreiheit feststellen, am besten hier mit so einem zweipoligen Spannungsprüfer. Und wenn ihr natürlich in höheren Spannungsebenen unterwegs seid, dann zählt noch sowas wie Erden und Kurzschließen, genauso wie benachbarte unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken. Also sowohl Gleich- als auch Wechselstrom sind niemals zu unterschätzen. Da gibt es kein, das ist gefährlicher und da kann ich ruhig mal dranbleiben. Jetzt, da du die Gefahren kennst von Wechselstrom und Gleichstrom und weißt, wie du dich schützen kannst, teile dieses Wissen mit anderen und halte dich immer an die 5 Sicherheitsregeln. Abonniere diesen Kanal für mehr lebensrettende Tipps und faszinierende Fakten zum Bereich Elektrotechnik.